Moin, moin! Seit anderthalb Wochen haben wir nun den Baum der Weisheit und die wunderschöne Waldlichtung und ich wollte euch mal zeigen, wie weit ich gekommen bin seitdem. Und zwar habe ich natürlich die Flächen freigeschaltet. Habt ihr übrigens gesehen, dass hier Ameisen laufen? Das finde ich ja total niedlich. Ein neues Tier auf der Farm. Die Ameise. Braucht keinen Stall, braucht kein Futter, großartig. Ja, dann habe ich, das ist ja natürlich die Gutschrift, die musste ja jeder am Anfang machen. Die TG habe ich mir geholt, anstatt des Pfirsichbaums. Dann habe ich mir den Skihasen geholt, einfach nur, weil ich den schöner finde. Dann habe ich mehr EP für Aufträge genommen, anstatt effektiver Düngen. Dann den größeren Wassertank. Das bezieht sich übrigens auch auf den Düngerhaufen. Das steht hier nicht, aber es ist wirklich so. Seitdem ich das habe, ist mein Düngerhaufen auch immer bis 110. Ja, vielleicht schreiben Sie es noch dazu. Ist das bei euch auch so? Könnt ihr mir ja mal in die Kommentare reinschreiben. Dann habe ich höhere Verkaufspreise genommen. Die Raffzahnrune nennen wir sie mittlerweile. Großartig. Sehr lustig auf dem Markt, vor allem bei Sachen, die natürlich ausverkauft sind. Bei allem anderen ist es ja Quatsch, das ist ja egal. Wenn da ganz viele Angebote sind, nützt es mir ja nichts, wenn ich es noch teurer anbieten könnte. Das kauft ja keiner. Wie gesagt, eine großartige Rune und das mit der Mühle habe ich nicht genommen. Und dann musste ich mich entscheiden. Also diese Seite hier, das ist ja alles nur mit Zucht. Kommt überhaupt nicht in Frage für mich. Interessiert mich null, weil ich nicht züchte. Diese Seite mache ich vielleicht später irgendwann mal. Das bezieht sich ja auf die Nachbarn. Mehr Geschenke, mehr Nachbarn. Dann kriegt man mehr, wenn die Nachbarn leveln und am Ende kann man in Urlaub fahren. Interessiert mich im Moment auch nicht so doll. Ich habe mich für diesen Zweig entschieden. Da musste ich erstmal die XXL-Werkzeugkiste nehmen. Ich habe so viel Werkzeug, das ist eigentlich auch Quatsch, aber nun gut, ich musste sie ja nehmen. Um dann irgendwann endlich diese zu haben, schnellere Ställe. Ich habe im Moment 49 Ställe auf meinem Hof. Da sind die Werkstuben noch nicht mit einberechnet. Ich weiß auch nicht, ob sich das hier auch auf die Werkstuben bezieht. Das wäre ganz toll. Und wenn nicht, ist egal. Ich habe 49 Ställe, also das ist für mich ganz klar das Ding der Wahl. Zwar nur 10%, aber beim Biber oder so ist das doch auch schon relativ viel. Dann kommt mehr Werkzeuge, wo, weiß ich nicht. Und mehr EP beim Ernten. Vielleicht mache ich auch nur das hier, schnellere Ställe, und gehe dann schon auf diesen Zweig. Das weiß ich alles noch nicht. Das sind auch Sachen, die jetzt noch nicht wichtig sind, weil ich sowieso nicht so viele Sternchen habe. Mir fehlen ja noch 20 Sternchen. Ja, wenn ihr euch jetzt fragt, wie ich überhaupt zu so vielen Sternchen gekommen bin, das kann ich euch mal zeigen. Es gibt allerlei Quests, die mich vorher nicht interessiert haben. Zum Beispiel diese hier. Habe ich nur ganz wenig gemacht. Dieses hier zum Beispiel. Ach, da kriege also spende Schafe und bekomme dann 8-mal Parfüm und 12-mal Parfüm. War ja totaler Schwachsinn für mich. Was will ich mit noch mehr Parfüm? Das war die sinnloseste Queststufe überhaupt für mich. Aber jetzt, wo die Sternchen ins Spiel gekommen sind, erscheint sie in einem ganz anderen Licht und da habe ich sie natürlich dann sofort gemacht. Und das habe ich alles auf dem Markt geholt, weil ich ja wieder nicht züchten wollte und auch genug Moospennies hatte. Und beim Pullover-Schaf, finde ich, hört der Spaß auf. Obwohl der Preis fürs Pullover-Schaf relativ gering ist im Moment, aber das ist mir dann doch zu teuer. Und da ich weiß, dass noch so viele Events kommen und Quests und alles, denke ich, dass ich das erstmal nicht mache. Sonst läuft mir das ja nicht weg. Das kann ich theoretisch immer noch machen. Beim Hasenrudel das gleiche. Da habe ich auch dann natürlich angefangen, richtig zu machen und Kuschelhasen gekauft auf dem Markt und falsche Hasen. Und da hört der Spaß bei mir beim Skihasen auf. Ich habe zwar den einen vom Baum, aber oh, den kann ich immer noch spenden und für einen doofen Stern, weiß ich nicht. Das weiß ich einfach nur nicht. Dann habe ich in den letzten Tagen über 100.000 Moospennies mal eben ausgegeben für drei Angsthasen. Das hat mir auch selber ein bisschen Angst gemacht, deswegen heißt es wahrscheinlich auch Angsthase. Aber für Sternchen tut man doch so einiges. Plus Superfutter, was meine Werkstuben wieder also verschnellert hat. Das geht bei mir alles nur auf die Werkstuben und dadurch habe ich auch wieder mehr Aliens bekommen, die ich da am Ende sowieso über hatte.
Was auch wieder Quatsch ist. Aber ich habe also mehr Zeugnisse gehabt und viel mehr EP und also das hat mich dann doch schon ein bisschen gereizt, dieses sehr viele Superfutter, was es gab. Ja, gehen wir wieder zurück zum Baum. Ihr könnt mir ja mal in die Kommentare schreiben, was ihr, welchen Zweig ihr beschreitet. Also alle, die gerne züchten, sollten auf jeden Fall hier zum Babyboom sich hinbewegen. Das ist ja wirklich sehr sinnvoll und cool. Und alle, die nicht züchten, ja, weiß ich nicht. Erzählt mir mal, was ihr so denkt, was ihr macht mit dem Baum, wie weit ihr schon seid und wie ihr das alles so findet. Und das war's für heute. Tschüss.